Moin Moin, ich bin Steven, das ist Rick. Willkommen zu Was geht ab Shorts. Dass auf Facebook, Twitter und Co. unter den Beiträgen gerne und auch heftig diskutiert wird, ist keine Neuigkeit. Einige Nutzer scheinen jedoch zu vergessen, dass diese Kommentare nicht nur für ihre Freunde, sondern auch für den Rest der Facebook-Welt sichtbar sind. Die krassesten Aussagen kommen dabei von denjenigen, denen man es am wenigsten zutrauen würde. Das Unglück vor Lampedusa, bei dem hunderte Menschen ums Leben kamen, diente als Auslöser für eine erneute Debatte um Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Natürlich wurde die Tragödie auch im Netz zum Thema gemacht. Dabei tauchen Kommentare auf, die eher wie hinterwäldlerisches Stammtisch pöbeln klingen und an der Aufgeklärtheit der Nutzer zweifeln lassen. Die klauen uns die Jobs! Die klauen unsere Jobs! Es dauerte nicht lange, bis eine ganze Wagenladung rassistischer, beleidigender und verleumderischer Aussagen gesammelt waren. Die heikelsten Texte kamen nicht etwa von gelangweilten Jugendlichen oder Trolls, Faken gay, sondern von Ärzten und Akademikern. Wenn das eigene Profil privat ist, vergessen einige Nutzer anscheinend, dass ihre Kommentare auf öffentlichen Facebook-Seiten trotzdem für jeden sichtbar sind. Dabei erlauben Funktionen wie Graph Search die zielgenaue Suche nach Likes, Shares und Kommentaren. Man kann also auch Beiträge herausfiltern, die von einem bestimmten Nutzer kommentiert wurden. Ein, zwei Einträge später hat man schon genaue Details zu Hobby, Beruf und Wohnort ergoogelt. Der engagierte Philosophiestudent unterstützt zwar Migranten in seiner Freizeit, unterstellt ihnen aber online einen Hang zur Gewalt. Ein Arzt lehnt Flüchtlinge ab, da er sie in erster Linie für frauenverachtende Islamisten hält. Aber im Gegensatz zur Diskussion unter Bekannten bleiben solche hetzerischen Bemerkungen auffindbar im Netz. Durch Facebook, Twitter, Google und Co. ist es heutzutage im Internet fast unmöglich, noch anonym zu bleiben. Eine Aussage ist dort mittlerweile genauso verbindlich wie hier im realen Leben. Kürzlich hat der Europäische Gerichtshof beschlossen, dass Internetportale, bei denen User anonym bleiben, für die Posts ihrer Nutzer zur Rechenschaft gezogen werden können. Sogar 100% anonyme Posts ziehen somit Konsequenzen nach sich. Findet ihr es okay, dass man in Zukunft im Internet für alle seine Aussagen zur Rechenschaft gezogen werden kann? Habt ihr die Anonymität schon mal selbst genutzt? Oder seid ihr schon ins Darknet umgesiedelt? Eure Meinung darunter. Für weitere News aus aller Welt findet ihr dort drüben zwei weitere Videos und dort unten könnt ihr abonnieren. Unter mir findet ihr Text, Excalibur für Nerd Gaming und Filmstuffs und in der Videobeschreibung Links zu Social Media Seiten wie Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus und allem anderen. Facebook, da ging's um das Video hier. Ja, das ist richtig.